Leute, ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Wir werden die letzten Enderperlen suchen und sehr wahrscheinlich werden wir heute sogar zum Enderdrachen gehen und ihn bekämpfen. Ich hoffe, der Kampf wird nicht allzu lange dauern, aber es stimmt, in den Kommentaren stand etwas. Und zwar, der Enderdrache wird ja von diesen Portalen geheilt. Okay, diese Portale, oder was immer das sein soll, was ihn heilt, die sind manchmal umzäunt von so Eisenzäunen oder wie auch immer. Naja, die müssen wir zerstören. Das bedeutet, wir müssen sogar draufgehen und uns hochbauen, okay? Deswegen ein Trank des langsamen Fallens wäre schon ganz effektiv. Lass uns aber weitermachen, würde ich sagen, und versuchen, den Enderdrachen zu besiegen. Aber erstmal brauchen wir die Enderaugen. Zum Glück nicht mehr alle, aber wenigstens ein paar. Noch mehr, okay? Sonst können wir nicht sein. Abonnieren kostenlos, falls du es getan hast. Für mehr Minecraft, lass es noch oben da. Leute, wir sind back. Ich weiß, ich kann es nicht glauben. Ich bin auch schockiert. Das ist der falsche Weg runter. Das ist der alte Weg. Eigentlich können wir den wieder zumachen. Habe ich überhaupt... Nein, ich habe keinen Stein. Ich meine, es wurde mir gesagt, ja, man kann es auch mit Eiern machen, dass man ihn töten kann, aber ich weiß nicht, was meine Katze da tut, Leute. Ah, sie ist immer noch angekettet, ne? Okay, ist okay. Sie bleibt da. Ihr seid meine Gefangenen, okay? Ihr dürft euch nur bewegen, wenn ich das sage. Ich weiß, ihr habt ein tolles Leben. Nun, wir haben ja auch goldene Äpfel und sowas. Also kommt so, Leute. Ganz easy peasy Game, richtig. Oh Gott, wir werden sterben. Aber sowas von. Ich packe jetzt mal alle Eier weg, wieso auch immer ich 2 Milliarden habe. Ich habe keine Ahnung. Aber es wird Nacht, das heißt Schlafenzeit. Nein, 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 aufstehen, aufstehen, aufstehen. Oh, ist gut, wenn Schlafenzeit ist. Das soll so sein. Lol. Ich gehe schon mal heute raus, Leute. Ich nutze jede Nacht, jede einzelne Nacht. Okay, warte mal. Wir nehmen Francesco mit. Francesco? Ich werde dich gebrauchen, okay? So, nice, let's go. Habe ich das Dingsterbumster bekommen? Ja, die Leine. Wenn mir Wörter fehlen und mein Gehör nicht arbeiten will, dann wisst ihr ganz genau, ich sage Dingsterbumster. Das sage ich ziemlich oft. Das ist so, als würde mein Gehör auf einmal aussetzen. Das hätte ich keins mehr. Und ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, wie viel wir mehr brauchen, aber es werden auf jeden Fall einige sein. Oder ein paar. So 7 oder so. Enderaugen brauchen wir schon. Beziehungsweise Enderperlen. Wir machen Enderaugen. Hallo, irgendeiner? Leute, ich werde das aber raussteigen. Also ich werde euch nicht zeigen, wie ich das mache. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich aufnehme. Ich lasse die Aufnahme trotzdem an, falls auch was passieren sollte. Aber ich denke, das ist etwas, das sollte ich von alleine machen. Ihr könnt mir da nicht helfen. Auch wenn ihr unbedingt wollt. Ich weiß, aber nein, hört auf! Au. Ey, das sind die, die ab und zu was fallen lassen. Das, ab und zu, ich glaube 6% oder so war das, oder sogar weniger, lassen die etwas ganz Bestimmtes fallen. Da waren viele Creeper. Aber diesen Dreizack, den man als Schwert benutzen kann, der sogar noch stärker ist als ein Schwert, ist anscheinend die stärkste Waffe in Vanilla-Minecraft, also dem Minecraft, was ohne Mods ist. Bei Mods gibt es ja Waffen, die sind, keine Ahnung, da kann man die Enderdrachen so mit einem Schlag besiegen. 2 Endermänner. What? Ich laufe hier einfach so lang und sehe da einfach mal 2 Stück. Ja, das ist crazy, Leute. Irgendwie, wow. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch wirklich nicht, ehrlich gesagt. Außerdem wurde mir gesagt, wenn die Blöcke tragen, dann lassen die auch keine Enderperle fallen, sondern nur das, was sie tragen. Wer? Das stimmt echt, ne? Das ist echt blöd, dass es stimmt. Das nervt echt. Ich wollte es nicht mit dabei haben und ich rede trotzdem. Wenn die Aufnahme läuft, kann ich nicht aufhören zu reden. Oh, endlich ist da einer, ey. Ich habe schon wieder was gesagt, das wollte ich nicht. Ich sollte nicht reden, habe ich vergessen. Es tut mir leid, ich kann nicht... Oh, yes. Und ich habe einfach Francesco verloren. Einfach so. Da ist Enderman. What? Alter, einfach... Oh, ich liebe es. Aber ich muss sagen, ich muss zugeben, Leute. Ich habe Francesco leider verloren. Es tut mir wirklich leid. Bitte lass aber was fallen, okay? Oh, Gott sei Dank. In der Wüste. Ich weiß nicht, wie. Aber ich habe es geschafft. Ich verstehe einfach nur nicht, wie man das schafft. Ich bin echt gerade verzweifelt. So, ich kann nicht glauben, dass ich ihn in der Wüste verloren habe. Wie lame. Wer ist die Lava gefallen oder so? Oh, Gott. Danke. Warte mal, ich wollte eigentlich nicht reden, oder? Okay, der lässt trotzdem in der Perle fallen, obwohl er einen Block hatte. Geil, Alter. Also anscheinend lassen die den Block und die Perle fallen. Vielleicht eine Perle, vielleicht auch nur einen Block. Oh, so was habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, Leute. Das ist halt echt witzig, ne? Ach du Scheiße, was für eine geile Stelle. Also wenn jetzt jeder von was fallen lässt, dann können wir Party machen, Leute. Okay, der nächste. Wird er nicht schnell? Au, jetzt werde ich von überall attackiert, Alter. Vor allem das Witzige ist, wenn da auf einmal 3 Stück auf einmal sind, lässt keiner was fallen. Ist echt witzig. Da ist noch einer, Alter. Au, jetzt werde ich attackiert, ey. Ist echt nervig, Alter. Komm her, du Lappen. Bruder. Nice, er kommt her. Jetzt kommen alle 10 Stück, Leute. 10 Gegner. Das ist echt frustrierend, Alter. Oh, und jetzt kommen sogar Creeper. Oh Gott, ich stick aus. Ich habe echt die Haut zu voll. Stör, bitte, ich will nur dich. Oh, danke, danke. Ich bin gleich tot. Alter, wenn es so weitergeht, sterbe ich wirklich, Alter. Ohne Scheiß. Alter, was hat der denn für eine Rüstung? Au. Alter, könnt ihr jetzt mal aufhören? Ohne Scheiß, so. Schild mal, ich habe wieder mein Pferd verloren. Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Ich wollte es für mich behalten, aber ich kann nicht. Ah, da ist es. 2 mehr Enderperlen brauchen wir noch. Hey, Leute, da ist der nächste. Ich werde ihn mal böse anschauen. Er hatte Angst, als er war abgehauen. Da fällt mir gerade auf. Und zwar wurde mir in die Kommentaren gesagt, dass die Lava, die ich unten zugemacht habe, das könnte ein Problem sein, Leute. Mir wurde gesagt, die Lava durfte man nicht wegmachen. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lava da bleiben muss, oder? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, Leute. Wenn nicht, dann muss ich da anscheinend wieder Lava wegmachen. Problem ist Obsidian, das wird dauern. Ich hoffe, ich komme da auch zum Endportal ohne die Lava unter dem Portal. Wir werden es ja dann sehen. Oh, mein Helm ist übrigens kaputt. Na, das ist ja prima. Lol, ich kann mir sogar hier kurz einen neuen machen. Das sollte gehen. Ich meine, wir brauchen so oder so einen Helm, richtig? Also mach ich es aber mal. Whatever, Leute. Oh mein Gott, es war klar. Ich hab gerade dran gedacht, ne? Wie ich das mache und dann explodiert ein Creeper hinter mir. Wegen dem letzten Creeper, der genau neben mir explodiert ist, wegen dem habe ich kaum Rüstung mehr. Oh mein Gott, da ist einer. Ich werde ihn mal herlocken. Ist das gut an Endermännern? Man muss sich gleich in die Zombie heute rein. Oh, eine noch. Eine fehlt noch. Eine letzte, da haben wir es. Da hinten sind 2. Oh, was für eine geile Gegend, ne? Für Endermänner, Alter. Dann wollen wir mal.
Auf geht's. Bitte lass einfach fallen, okay? Tut mir aber den Gefallen. Danke, wir haben jetzt genug. Hey, du da oben, wohin gehst du eigentlich? Hä, ich verstehe nicht, wodurch der Schaden nimmt. Durch Fallschaden? Ich glaube, ja. Und du auch? Oder nicht? Okay, wir haben 7, das reicht. Wir haben jetzt genug, Leute. Oh, ich dachte, ich muss den Job nie wieder machen. Deswegen bin ich gerade happy, dass wir es noch geschafft haben, ey. Ich sag mal so, es ist... Was gemacht werden muss, muss gemacht werden, okay? Aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsjob, muss ich sagen. Verständlich. Au. Ich meine, ich habe nicht gesagt, dass ich gar keinen mehr töten werde. Hat übrigens nichts fallen lassen, falls du dich das gefragt hast. So verdammt witzig, wenn ich keine suche, sind überall welche. Ist immer so. Das ist normal, Leute. Ganz normal. Passiert immer. Ist ja im Leben so, wenn man etwas ganz dringend sucht, so den Schlüssel zum Beispiel, ist ja, findet man ihn nie. Kein Schlüssel, der ist einfach weg. Aber sobald man aufgibt und sagt, okay, ich habe verloren, was soll's, whatever, ich lebe damit, dann auf einmal erscheint er. Und dann ist er in der Hosentasche. Also immer das, wonach man nicht sucht, das bekommt man. Ist irgendwie witzig. Ich werd ein richtig weise Opa, das kann ich euch jetzt schon sagen, Leute. Das Spiel gibt mir die ganze Zeit mehr Endermänner. Ich check's nicht. Ich will doch einfach nur zum Enderdrachen den besiegen, okay? Und irgendeine Rüstung ist wieder kaputt. Oh nein, das war die große Rüstung diesmal, ne? Oh, na super. 8 haben wir. Das sollte jetzt wirklich reichen. Aber da ist immer noch einer. Ach, was soll's, Leute? Ist okay. Das muss reichen, wie gesagt. 7 sollte schon reichen. Eigentlich könnte man sogar noch eine Ender-Truhe machen. Wäre auch ganz witzig. Okay, wir sind zu Hause und ihr wisst, was es bedeutet. Wenn das stimmt, dass ihr es wisst, was es bedeutet, ist es gut, weil ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Ich brauche auf jeden Fall wieder Rüstung, das steht fest. Zum Glück haben wir genug Diamanten. Um gleich eine neue Rüstung zu machen, dann sollten wir sie gleich verzaubern. Zum Glück bin ich Level 33. Wo sind die Diamanten hin? Ich verliere sie immer, das ist ganz normal. Oh, wir haben 20 Stück hier, geil. Wir brauchen jetzt nichts Besonderes. Wir brauchen auf jeden Fall das hier, mit Sicherheit. Was war sie? Was brauchen wir denn noch? Schuhe. Schuhe habe ich doch mal zur Reserve gehabt, oder nicht? Ich erinnere mich sogar. Ja, hier haben wir Schuhe. Da packe ich am besten die mal weg, weil dann können wir sie einfach nochmal zusammen machen, okay? Also wir können sie nochmal zusammen kombinieren. Deswegen ist es gut, auf jeden Fall die wegzumachen und die zu holen. Dann würde ich sagen, wir verzaubern die beiden jetzt erstmal. Lass mal sehen, was können wir hier drauf machen? Schutz 4. Haltbarkeit, schusssicher, Schutz. Hä, 4, Alter, wie geil. Schutz 3, Haltbarkeit, schusssicher. Okay, Schutz ist zwar kein Explosionsschutz, aber sollte ganz okay sein. Hose hält auch noch, was geil ist. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach aufs Portal zum Enderdrachen, oder? Soll ich noch ein Bett mitnehmen? Einfach so, Leute. Ich nehme mal das Bett hier mit. Ich werde mir jetzt nicht so viele Gedanken machen, Leute. Ich brauche Essen, ich brauche ein paar Blöcke. Sachen, die ich nicht brauche, kommen einfach weg. Ganz easy. Whatever. Pfeile sollte ich genug haben. Das steht fest. Ah, genau. Ich sollte mein Schwert holen, womit ich gleich das Fleisch warm habe oder gebraten habe. Dann muss ich nicht extra braten. Also, das Essen sollte ich auch genug haben. Dann let's go, würde ich sagen. Einfach ganz spontan, Leute. Ich will jetzt nicht zu viel nachdenken oder so. Vielleicht vergesse ich irgendwas. Vielleicht auch nicht. Ich brauche einen Bogen. Ich brauche was zu schießen. Ich brauche Rüstung, habe ich. Und was zum Hochbauen auch noch. Das reicht eigentlich dann. Ich meine, jetzt im allerschlimmsten Fall sollte ich sterben. Dann, okay, das wäre beschissen. Ich gib's zu. Aber wäre es wirklich beschissen? Okay, ja, das wäre es. Ich gib's zu, okay. Ich gib's ja zu. Nehmen wir das hier. Packen wir das hier hin. Packen wir 7 Stück. Eine behalten wir aus Spaß. Ich meine, wieso nicht? Ich glaube, das waren auch nur 7. Bin mir nicht sicher, Leute. Ich glaube, ja. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe mal mit 8 hin. Was soll's? Ist okay. Einfach so aus Spaß. Okay, dann nehme ich noch ein paar Blöcke mit auf jeden Fall. Die Blöcke sind einfach dazu da, um mich irgendwie hochzubauen. Das könnte... Eier wurde mir gesagt. Eier kann man mitnehmen. Ich werde aus Spaß ein paar Eier mitnehmen und goldene Äpfel. So, zum Hochbauen auf jeden Fall. Ganz wichtig, Leute. Nehmen wir 2 goldene Äpfel mit. Ich gehe jetzt einfach hin. Ich mach's jetzt einfach, Leute. Einfach so. Ja, ich mach's einfach. Was soll's, Leute? Richtig? Oder nicht richtig? Ah, ja, noch ein paar Eier nehme ich mit. So, mal schauen. Pfeile habe ich auch. Auf geht's, Enderdrache, willkommen. Wie waren nochmal die Koordinaten? Ich glaube, ich muss ihn aber nicht mitnehmen. Francesco, nee, brauche ich echt nicht, Leute. Ich hoffe einfach mal, dass er mich, dass wir nicht zu weit weg von ihm spawnen. Und wenn wir zu ihm hinbauen, dass wir dann sofort verrecken. Weil man kann da sehr leicht runterfallen, okay? Wenn man sich zu ihm baut, kann er einen schon attackieren und dann ist man, hat man ein riesiges Problem. Das wollte ich damit sagen, okay? Ja, auch vom Essen sollte das eigentlich reichen. Ja, Leute, okay, ist okay. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Schau mir kurz die Koordinaten nochmal an. Okay, das war quasi, warte mal, wo lang? Da? Also das könnte sehr wohl sein. 1288, so weit ist es aber nicht entfernt. Okay, genau in dieser Richtung. Ich habe keine Tränke mitgenommen, gar nichts, weil ich will es nicht zu kompliziert machen. Beim Wither habe ich es auch nicht so kompliziert gemacht, das ging auch. Es war minus 1288, nicht plus. Ey, mein Boot ist einfach so verschwunden. Macht es sehr gerne übrigens. Ja, sehr gerne. Muss ich deswegen jetzt ernsthaft wieder zurück? Ja, ohne Boot geht es wohl schlecht. Obwohl, ich kann mir hier kurz ein neues machen. Geht anscheinend nicht, es geht gar nichts mehr. Was ist denn los mit dem Spiel? Hallo Spiel, kannst du aufhören, dumm zu sein, ohne Grund? Ist das nochmal mein Minecraft so? Nee, oder? Ist das ein Scherz? Jetzt ist mein Boot wieder da. Okay. Das ist so merkwürdig. Wie kann ein Spiel, was wortwörtlich im Singleplayer stattfindet, lag. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich versuche es mir zu erklären, aber irgendwie fällt mir keine Antwort drauf ein. Genau, du kannst einen Dreizack fallen lassen, ne? Ich erinnere mich sogar. Na los, geh runter. Er kann einen Dreizack fallen lassen, zu einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit aber nur. Würde ich gerne mal bekommen, ehrlich gesagt. Nun, jetzt sagst du dir wahrscheinlich, Danny, aber wir brauchen unbedingt einen Plan. Du kannst nicht ohne Plan dahin gehen, aber ich gehe komplett ohne Plan dahin, weil, stell euch mal vor, ich sterbe. Okay, was passiert dann, wenn ich sterbe? Okay, dann bin ich gestorben. Okay, also...
Theoretisch. Ich will ein bisschen logisch sein, okay? Ich versuche es. Es gelingt mir meistens nicht, aber ich versuche es. Also, wenn ich sterbe, ist es okay. Und wenn ich überlebe, ist es noch besser. Spontan finde ich es besser, die Sachen zu machen. Ich mag keinen Plan. Ich bin kein Plantyp, Leute, okay? Ich finde Plan nicht gerade interessant. Weil ich eh nicht weiß, was passieren wird. Das Ding ist, wenn ich plane, kann es sein, dass ich sofort sterbe, wenn ich aber random reingehe. Sondern zufällig, einfach so ohne zu viel Vorbereitung, kann es sein, dass ich gewinne. Also, das ist halt das Ding. Ich erinnere mich an die Stelle, wir sind gleich da. Okay, ich habe meinen Eimer weggetan. Also, wenn das jetzt stimmt, was die Leute gesagt haben, dass das Portal nicht angeht, weil man die Lava entfernt hat, was ich mir nicht vorstellen kann, dann ja. Ich meine, ich kann nicht immer auf die Kommentare hören, weil ich weiß manchmal nicht, ob Sachen stimmen oder nicht. Das weiß man halt nie. Aber wir werden sehen, Leute. Und da ist auch schon, Leute. Da habe ich den Turm beim letzten Mal gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Okay, wir sind dort. Und wir gehen einfach hier rein. Und dann machen wir das auf jeden Fall zu. Weil dann sollte das Wasser hier weggehen. Und meine Enderaugen sind noch da. Okay, das hat, ich hatte Sorgen. Jetzt bin ich gespannt, ob das Portal trotzdem gehen wird. Okay, lass mal sehen. Ich füge jetzt die anderen restlichen ein. Und... okay, 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 okay. Nun, ich hoffe ja, es geht los, Leute. Ich hoffe gar nichts, es geht einfach los. Dann hole ich Smaragde weg, wozu eigentlich? Also ja, manchmal stimmen einfach Sachen nicht, das ist oft so. Aber die meiste Zeit, es ist ein 50-50, sagen wir so, okay? Manchmal stimmen die Sachen, manchmal nicht. Pack mal das Enderauge einfach mal hier hin. Ganz spontan, Leute, let's go. Welt wird betreten. Wir kommen dann nur wieder raus, wenn wir ihn besiegt haben, Leute. Vorher nicht, tatsächlich, okay? Das heißt, wenn er uns tötet, deswegen sollten wir uns ganz schnell hochbauen. Weil das wird crazy sein, oh. Da haben wir viele Endermänner. Okay. Ich sehe gerade das Ding. Damit machen wir das jetzt. Wir können ihn nicht attackieren. Wir können aber die Enderaugen versuchen. Oder das Teil. Oh, die gehen echt schnell kaputt, ne? Holy moly. Hab ein Schild dabei. Da hinten ist er. Also wenn er attackiert, dann könnten wir sterben. Nicht sofort wahrscheinlich, aber ja, es könnte passieren. Okay, das ist crazy. Er schießt mit diesen Dingern. Weil die Teile sind höher als gedacht. Ich muss zugeben, die sind echt viel höher als gedacht. Ich will mal da drauf. Ich hoffe, meine Präzision ist gut. Ah, yes. Sehr gut, Leute. Das nächste. Er heilt sich immer an die Teile. Manche sind halt... das ist halt gefährlich. Da müssen wir uns hochbauen. Komm schon. Yes, das nächste erwischt. Das nächste ist ganz weit weg, Leute. Komm schon. Stirb. Wir dürfen auch keine Endermänner anschauen. Das könnte gefährlich werden. Nice. Okay, dann haben wir da welche. Okay, dann würde ich sagen... ich hoffe, ich schaue jetzt keine an. Keine Endermänner an. Okay, ich esse mal lieber was. Er attackiert mich noch nicht, ne? Okay, jetzt will er mich attackieren, glaube ich. Attackiert er mich? Ich hoffe nicht, Leute. Oh mein Gott. Ein Enderman ist sauer. Okay, ich schütze mich. Oh mein Gott. Das war brutal heftig. Und die Endermänner sind sauer. Bitte nicht. Alles nur nicht die Endermänner, Leute. Okay, alles gut. Ich chille erstmal. Oh, das hat... ach, stimmt. Die explodieren... boah, aufpassen. Die explodieren auch, Leute. Oh mein Gott. Die explodieren auch. Nicht vergessen. Wenn er mich attackiert... auf jeden Fall... oh mein Gott. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe keine Zeit für dich, okay? Ich habe keine Zeit für dich, Bro. Ehrlich, gar nicht. Okay, attackieren wir das nächste. Ist, ah, die sind schon, ne, kaputt. Okay, au, 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 au. Bitte hört auf. Bitte hört auf, okay? Ich habe keine Zeit für euch. Ich darf euch nicht anschauen, Alter. Ich meine, man könnte sagen, ich hätte einen Pumpkin-Hut mitnehmen sollen, aber ihr teleportiert euch die ganze Zeit. Ich stirb einfach. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine verdammte Zeit für dich. Okay, was fehlt denn noch? Da oben ist nur einer. Das können wir... oh, bitte hör auf. Okay, warte mal. Ich versuche es zu erwischen von hier. Lass mal sehen. Nicht erwischt, leider. Spring. Auch nicht erwischt. Okay, die sind... ach, das Teil ist echt weit weg, Alter. Au. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ohne Scheiß. Ich meine, die werden von dem Enderdrachen attackiert. Nicht von mir, richtig? Ich werde erstmal das Schwere zuerst machen. Ich weiß halt nicht, wo er ist, aber ich werde mich hier hochbauen. Das Gute ist, sobald die einmal kaputt sind, können wir immer wieder zurückkehren und dann weiter zerstören. Also, es ist zu sterben hier ist nicht das Tragischste, aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich würde ich es lieber so hinbekommen. Sollte logisch sein eigentlich. Das haben wir geschafft. Er attackiert mich. Was er machen kann, wenn er Bock drauf hat. Ich meine, ich werde ihn nicht bitten, mich nicht zu attackieren, richtig? Da hinten, das ist sehr weit entfernt, Alter. Ich weiß nicht, ob wir es erwischen können von hier. Es wird schwer. Bro. Okay, wir haben es erwischt. Geil. Okay, da fehlen aber noch ein paar. Die sind echt hoch, ey. Da will ich nicht drauf. Wow, dieses Teil, ich glaube, die sollte ich nicht berühren. Kann ich die jetzt schon attackieren? Oder ich glaube, so viel habe ich noch nicht zerstört. Da oben müsste noch eins sein. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich attackiere mal, Leute. Ach, da hält er sich. Okay. Oh, das ist echt hoch, ne? Oh mein Gott, vorsichtig. Okay, da muss ich irgendwie versuchen, von hier das zu erwischen, das da oben. Weil da bin ich nicht hoch genug. Also mit ein bisschen. Man könnte ihn auf jeden Fall treffen. Komm schon, bitte trifft das irgendwie, das da oben. Das ist schwer. Ich weiß nicht, ob ich zu hoch bin oder zu niedrig. Autsch. Also da, ich will da nicht auf jeden Fall nicht so hoch. Das ist ein Fakt, Leute. Rüberbauen finde ich auch nicht die beste Idee. Okay, ich mach mal den hier. Lass mal sehen, Leute. Versuch es irgendwie zu erwischen. Ich weiß aber nicht. Ist es erwischt? Ich glaube, wir haben es, ne? Okay, was jetzt noch? Ich glaube, wir haben es sogar. Heilt er sich jetzt noch oder nicht? Das ist meine Frage. Ich will ihn attackieren. Ich will wissen, ob er sich heilt. Und wo er sich heilt. Komm schon, ich treffe ihn ja nicht mal. Alter, der ist echt millionmal schwerer als der Wither, Leute. Kein Scherz mehr, ey. Oh mein Gott, Alter. Nimm das. Ich attackiere ihn so. Oh mein Gott, okay, chill, chill. Ich hau ab. Ich hau ab, Bro. Ich hau ab, okay. Du gewinnst, du hast gewonnen. Ich attackiere ihn jetzt so. Er heilt sich, ne? Was genau heilt ihn denn? Was genau heilt ihn? Ich glaube, er ist so unverwundbar. Ich glaube, wir können ihn so erwischen, Leute. Passt auf. Ja, wir können ihn so erwischen. Ich weiß nicht, ob er sich noch heilen kann. Wenn ja, dann habe ich die Arschkarte.
Leider habe ich Glück gehabt. Komm schon, attackier ihn. Okay, diese Teile, da will ich ungern saugen. Macht er das immer eigentlich, oder? Ich esse lieber, Leute. Ich kann ihn nicht attackieren. Bekommt er wieder keinen Schaden? Hallo? Er wird keinen Schaden bekommen. Das ist frustrierend. Okay, jetzt bekommt er wieder Schaden. Nach 2 Jahren, ey. Oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Ich habe vergessen, den Apfel zu essen. Ich soll nochmal zurückgehen, richtig, Leute? Ich soll nochmal zurückgehen, mir die Sachen zurückholen. Hundertprozentig, Leute. Keine andere Option, würde ich sagen. Ich muss nochmal zurückgehen, das ist... Ja, auf jeden Fall. Das war halt echt komisch, was er da gemacht hat. So, ich check's nicht ganz, aber... Wir können nochmal zurückgehen, die Sachen holen. Ich werde mich extrem schnell beeilen, Leute. Zum Glück ist es Tag. Ich hab gar nichts. Also, ich werde ziemlich hungrig sein. Weil es auch schon weit weg ist. Ich hätte vorher schlafen sollen. Oh, Leute. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Ich hätte vorher auf jeden Fall schlafen sollen. Okay, das ist der Nachteil, wenn man gar nicht denkt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Leute. Oh, no. Ich weiß nicht, wie man so hochfliegen kann. Ich check's nicht. So, ich habe auch vergessen, den goldenen Apfel zu essen, den ich aber nicht mehr brauchte. Ich weiß nicht, ob er überhaupt mir geholfen hätte, zu überleben. Das ist die Frage, die ich habe. Und ich habe wirklich gar nichts zu essen. Ich habe nicht mal was mitgenommen, was ein riesiges Problem gerade ist, muss ich sagen. Oh, mein Gott. Ich habe gar nichts. Ich glaube, es bleibt ein paar Minuten dort, Leute, was gut ist. Eine Sache gebe ich zu, ich hätte jetzt nicht ohne gar nichts gehen sollen. Aber ich weiß, dass die Zeit sehr knapp sein wird. Echt der falsche Zeitpunkt, um ein Boot kaputt zu machen. Danke. Ich frage mich aber, wäre ich gefallen, hätte ich den goldenen Apfel gegessen, ob ich dann überlebt hätte. Spielt jetzt zwar keine Rolle, aber hätte mich einfach nur interessiert. Jetzt ist mein Boot komplett weg. Na super, Alter. Oh, da ist es wieder. Das Ding ist, ich will halt einfach nur meine Items zurückbekommen. Es könnte jetzt alles schief gehen und das war's das erstmal. Ich meine, wir haben sein Leben niedriger gemacht. Ich glaube, er wird aber... Ich weiß nicht, ob er sich wieder heilen kann oder nicht. Ich bin aber davon ausgegangen, dass ich einmal sterbe und jetzt kann ich aber nicht mehr laufen. Das ist ein noch größeres Problem als davor. Okay, ich hätte wenigstens Karotten mitnehmen sollen oder so. Und jetzt wird sogar dunkel, ich kann nicht laufen. Oh Gott. Ich meine, es kann passieren, dass ich glaube, es ist mir schon mal passiert, dass ich 200 Mal gegen ihn gestorben bin. Das ist mal passiert tatsächlich. Auf der PlayStation 4 vor ein paar Jahren. Vor 2 Jahren oder so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es diesmal wieder passiert. Aber ich habe eigentlich gar nicht gedacht, es wäre einfach so reingegangen. Und jetzt sind Zombies hier und das Problem ist, ich könnte jetzt sterben. Ja, einfach nur durch Zombies. Da hinten ist es. Jetzt bin ich gespannt, ob die Items noch da sein werden. Das Gute ist, ich bin halt nicht runtergefallen, ne? Es sei denn, die sind halt weg, weil die Zeit jetzt ausgegangen ist. Kann natürlich auch sein. Oh Gott. Oh, nee. Ich habe ein Problem. Ich habe so ein beschissenes Problem, ne? Oh, nein. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich werde sterben, Leute. Oh, nein. Mach zu, mach zu. Mach zu, mach zu, mach zu. Mach zu, mach zu. Bitte. Ah. Oh mein Gott, ich lebe noch. Oh, ich habe aber nichts zu essen. Ich habe so wenig Leben. Ach du Scheiße, Leute. Das Portal ist aber noch da. Ich würde sagen, wir gehen sofort rein. Auf geht's. Wenn ich einmal erwischt werde, bin ich tot. Ein einziges Mal erwischt werde. Das reicht. Das reicht vollkommen. Ich wollte es euch nur sagen, okay? Hä, wo ist es? Hä, wo bin ich? Okay, es musste geladen werden. Ich glaube, ich könnte tot sein, weil ich kann nicht laufen, ich kann gar nichts. Wenn ich einmal kurz die Items aufheben würde, könnte ich nochmal zurückkehren. Der andere hat auf jeden Fall... Oh, da sind meine Items, aber ich kann nicht laufen. Bro, ich bin... Wenn er mich einmal attackiert, bin ich total K.O. Bitte tu das nicht. Okay, ich habe die Items. Ich hab die Items, Leute. Aber ich bin tot, oder? Gott. Kann ich goldenen Apfel oder sowas haben? Kein goldenen Apfel hier, ne? Der goldene Apfel ist hier. Okay, da ist er. Ist ihn, ist ihn, ist ihn. Oh, ich hab ihn, Leute. Ich hab den goldenen Apfel. Ich hab Rüstung. Ich hab Rüstung. Er chillt dort. Kann so viel dort stellen, wie er will. Stell so viel dort, wie du willst, Bruder. Oh mein Gott. Au, au, au. Ich bin tot. Oh Gott. Ich werde dieses Mal mein Bett mitnehmen und was zu essen. Das Gute ist, ich habe die Items aufgehoben. Das heißt, die spawnen wieder. Erst von neu können die verschwinden. Also ich habe sie halt vorher aufgehoben. Und übrigens, der goldene Apfel hat mich nicht geschützt. Ich hatte einfach zu viel Hunger. Fällt dir da auf, das Bett kann mir nichts bringen, weil ich habe nicht auf Nacht gewartet und ich kann da nicht schlafen. Na gut, was soll's. Ja, das ist witzig. Jetzt haben wir schon 2 Boote hier. Wir haben langsam eine Sammlung. Ich werde mein Bett jetzt einfach mal hier aus Spaß platzieren und nochmal reingehen. Oh, kann ich bitte meine Sachen zurückbekommen, ohne nochmal zu sterben? Bitte? Hab bitte gesagt. Also er braucht mich ja nur einmal zu attackieren und ich bin tot, ne? Das sind Gegenstände. Hier auch, aber. Okay. Ein einziges Mal, Leute. Ich bin tot. Wollte ich nur mal sagen, okay? Alle Rüstung. Goldener Apfel. Oh mein Gott, Alter. Gestörte Kacke, Alter. Bogen. Pfeile. Pfeile? Keine Pfeile. Ah, da Pfeile, okay. Easy, Leute. Einfacher geht's gar nicht im Leben. Richtig? So, nehmen wir das hier. Ja, ich würde sagen, der Kampf geht weiter, ne? War easy, Leute. Ich hab's echt. Also, easy. Was soll ich sagen, Leute? So, attackieren wir ihn einfach mal. Ein paar Mal. So, du hättest einfach mich nicht lassen sollen, ne? Was soll ich sagen, Buddy? Du bist jetzt da. Du kannst ja ruhig da sein. Ich gehe nicht nochmal zu ihm hin übrigens. Ich werde lieber geduldiger sein. Oh nein. Au, au, au. Ah, ich habe kein Schild. Mein Schild. Warte mal. Das packe ich weg und nehme lieber das hier. Dann nehme ich den Schild mit. Und ich habe kein Leben verloren, ne? Okay, da gehen wir weiter. Komm schon. Wir müssen auf jeden Fall öfter treffen. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile ich jetzt hier haben werde. Ich weiß aber nur... Oh, das war ein guter Treffer. Ich bin ganz gut mit dem Bogen, ne? Also ich muss sagen, ich lobe mich selber gerne. Eine meiner Lieblingsbeschäftigung. Und wie wär's, wenn du einfach stirbst, ne? Kannst du bitte aufhören, zu mir zu kommen? Oh mein Gott. Okay, er macht den da. Kann er durchmachen, Leute, ist mir egal. Ich werde nicht nochmal zu ihm hingehen, kann ich euch schon mal sagen. Und nicht schon wieder, ey. Wenn er das tut, ne, mich so hochwirft. Hardcore frustrierend, Leute. Stirb einfach.
Ich hoffe, es wird reichen, was ich tue. Ich hoffe, meine Pfeile reichen allgemein. Habe ich noch mehr? Ja, ich habe noch viel mehr. Okay. Hallo, du kannst dich nicht mehr heilen. Ich habe deine Heildinger weggenommen, okay? Und ich treffe ihn einfach nicht mehr, Leute. Alter, es ist schwer. Es ist zu weit oben, Alter. Hallo, kannst du mal runterkommen, Alter? Wenn ich einmal treffen würde, wäre ich glücklich. Also jetzt ohne Scheiß. Ich wäre wirklich glücklich, Alter, aber ich bin dort nicht glücklich. Ich werde was essen. Okay, die sollten nicht auf mich sauer sein. Hoffe ich mal. Alter, er wirft ja jeden extrem weit nach oben. Okay, pass auf, Leute. Oh mein Gott, die sind echt sauer. Die attackieren jetzt auch. Das ist witzig. Alle Endermänner gehen die Enderdrache, Leute. So witzig. Die sind ja eingesperrt von dem. Die wollen ja gar nicht sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Mann, ich habe echt Probleme, gerade ihn zu erwischen. Muss ich noch mehr vorzielen? Ja, noch mehr vorzielen. Okay. Chill. Du machst die Endermänner mega sauer und ich will... Oh, ich will gar nicht irgendwo hingucken. Ich werde erstmal nicht zu ihm gehen. Ich werde warten, auch wenn er runterkommt. Ich gehe nicht zu ihm, das ist mir zu gefährlich. Nicht nochmal, hab ich noch genug Pfeile? Ja, hab noch genug Pfeile. Jetzt kann ich ihn wieder attackieren. Sobald er mich nicht irgendwie, keine Ahnung, wohin schickt, ey. Komm schon, stirb, Alter. Du hast nicht mehr so viel Leben. Das sehe ich doch. Ich meine, du hast wortwörtlich der Lebensleiste dort. Jeder Bossgegner hat voll die Arschkarte mit der Lebensleiste. Okay, er hat nicht mehr so viel Leben, Leute. Oh nein, ich werde attackiert von wem? Ah, ich von diesen Dingern, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Kann ich bitte was essen? Bitte. Der Typ attackiert jetzt extrem. Ich glaube, sie haben ihn schwerer gemacht. Da bin ich mir aber nicht sicher. Attackieren wir weiter. Weiter. Treff ihn doch, Bruder. Bitte. Einfach nur treffen, okay? Nochmal. Jetzt könnte ich zu ihm hin. Ich werde es machen, Leute. Ich traue mich das gerade. Ich weiß ziemlich mutig von mir. Schon stirb. Manchmal geht's nicht. Okay, manchmal geht's nicht. Manchmal geht's nicht, Leute. Ich werde jetzt kein Risiko eingehen. Ich soll nochmal meinen goldenen Apfel essen, würde ich sagen. Ich habe keinen mehr, okay. Ich weiß echt nicht, wo er ist, aber wir haben ihn gleich. Oh mein Gott, der arme Enderman. Stirb bitte, Alter. Oh mein Gott, ich habe ihn getroffen. Ein Schuss noch, ein Schlag noch. Oh. Au. Ist er nicht tot? Er ist nicht tot. Oh mein Gott, wir haben ihn doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann es dir nicht glauben. Oh, gib mir die geile Erfahrung. Wie viele Erfahrungspunkte bekommen wir hier? Ich glaube, unnormal viel, ne? Und dann wurde mir noch gesagt, wenn wir ihn besiegen. Alter, wie viel? Ich habe 66 Jahre vor. Alter. Bin ja echt mächtig gerade, ey. Bruder, wie viel Erfahrung? Alter. Und hier soll es noch eine Stadt geben. Ist die da hinten? Oder irgendwie eine Stadt, eine Endstadt oder so soll es hier geben. Was ist das da hinten eigentlich, was da steht? Ist da irgendwas oder nicht? Seht das, Leute? Das schwimmt da einfach. Ich weiß nicht, was sein soll. Und ich weiß auch nicht, wo die Endstadt sein soll. Die soll aber irgendwo hier sein. Da sollten richtig krasse Items sein. Nun, ich weiß nicht, ob er, wenn ich zurückkomme, sollte er nicht mehr da sein. Also er ist ja nur einmal da. Ich sehe gerade diese Stadt nicht leider. Also wenn ihr wisst, wo die ist, lasst mich Bescheid wissen. Hier haben wir genug Endermänner übrigens. Also, wow, was ist dies? Ah, das war ich. Okay, da bin ich gespawnt. Ach so. Okay, Leute, ich werde erstmal zurückgehen. Hier wird irgendwo eine Stadt sein oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden es dann sehen. Da oben ist ein Ei. Das nehme ich natürlich sofort mit, Leute. Passt auf. Okay, lass mal sehen, Leute. Oh, wo ist es? Ich sehe es nicht. Oh nein. Ah, es teleportiert sich weg. Hä? Okay, warte mal. Wie macht man das nochmal mit dem Ei? Okay, das ist gerade merkwürdig. Okay, ich check dort gar nichts mehr. Wie funktioniert das nochmal mit dem Ei? Wann geht das nicht mehr weg? Ich check das nicht mehr, Leute. Ich hab's vergessen. Ich meine, ich brauch's nicht unbedingt, aber ich kann ja was probieren. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, ich hab's eh falsch gelesen, Leute, mit Sicherheit. Aber irgendwas mit Fackeln war da, deswegen ich platziere einfach mal Fackeln hier rum. Das wird nicht klappen, aber ich probier's trotzdem. Auf jeden Fall. Okay, es hat echt nicht geklappt. Das sieht aus, wie als wäre ich in einem Kult oder so. Na gut, dann das Drachenei ist dort. Interessant. Ich kann's ja irgendwann holen, hoffe ich mal. Keine Ahnung. Rein geht's. Hier sind die Credits, Leute. Das war's für das Spiel. Ich meine, ob das die letzte Folge war, ich würde sagen, nein. Kann ich sie eigentlich überspringen? Oh ja, danke. Oh Gott, wir sind wieder back, ey. Ich kann nicht mehr, Alter. Wo bin ich überhaupt? Null. Ich bin bei null. Wie dämlich. Okay, Leute, das war's aber für das Spiel momentan. Also, wir haben es geschafft, theoretisch. Aber ich werde natürlich noch eine weitere Folge dazu machen. Ich meine, es gibt noch super, super viele Sachen, die wir machen können. Und nachdem wir die Sachen gemacht haben, könnte ich mich an ein weiteres Minecraft-Projekt ansetzen. Weil das war... Ich meine, wie gesagt, es fehlen noch ein paar. Das war's noch nicht, okay? Was ich damit nur sagen will, ist, dass ich gerade komplett falsch laufe. Ja, ich laufe komplett falsch. Au, ich sterbe gleich durch die Zombies. Ich will damit nur sagen, dass wir halt noch ein paar Sachen machen werden und dann kann man sich schon das nächste Projekt dran setzen. Es gibt einige, ach, es gibt super viele Sachen, die man machen kann. Was weiß ich, was ich Minecraft-mäßig noch machen werde. Es gibt unendlich viele Mods. Es gibt auch noch Minecraft-Custom-Apps, die feiere ich auch mega. Können wir auch auf jeden Fall machen. Oh, wir sind wieder zu Hause. Oh, das war eine Folge, Leute. Crazy, ey. Also, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir haben den Drachen endlich besiegt. Für mehr Minecraft, lasst uns noch oben da abonnieren und kostenlos, um keine Videos mehr dazu zu passen. Aktiviere die Glocke, falls du schon abonniert hast. In der Beschreibung findest du mein Merch im Instagram und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!